stand ja aus 4 Athletinnen. Die Bronzemedaille wurde 2-mal vergeben. Und dies ist ein weiteres Mal die Katarina Serebrianskaya, die ebenfalls gute Erinnerungen hat an Brüssel. Hier feierte sie ihren ersten internationalen Auftritt, damals wie heute. Allerdings, Stichwort feiern, kehrte sie ohne Medaillen heim. Damals, weil sie keine gewann, dieses Mal, weil es keine gibt. Katarina Serebrianskaya, die wohl bedeutendste, beste Gymnastin ihrer Generation. Schon jetzt wird sie verglichen mit der großen Maria Petrova, die, das könnte man sagen, vor ihr die Maßstäbe gesetzt hat. Jetzt ist es an ihr, einen Maßstab der Exzellenz abzugeben. 19 Jahre alte Ukrainerin. Der weiteren großartigen Vorführung.